Nur mit Hilfe des Schreins werde ich mal kurz doch die Einheiten hier besiegen. Denn ich will nicht, dass sie mich stören, wenn ich was einkaufe. Okay, wieder so ein Hauptmann, der mir überhaupt nicht gefällt. Verschwinden jetzt auch. Super. Hätte ich sie auch eigentlich sein lassen können. Dachte, die würden jetzt in die Stadt einrennen. Mich verfolgen. Die Leute würden zwar nicht sterben hier, aber es wäre einfach nervig. Okay. Dann verkaufen wir mal alles. Da schon einen gewissen Reichtum jetzt angehäuft. So, 30 Tränke. Und weiter geht's. Vielleicht überlege ich mir, dass ich diese Talismane irgendwie doch einsetze oder verkaufe. Die verbrauchen echt viel Platz im Inventar. So, und jetzt wieder an den Untoten vorbei. Gesagt, ich will mich nicht aufhalten lassen. Die Vögel gehen einen echt auf den Geist. Okay, ich laufe richtig. Beinahe wieder zu früh abgebogen. Jetzt kümmere ich mich mal wirklich drum. Dann gehen wir wieder in den Wald oder zur Steppe, wo wir vorhin waren. Gerade wieder an den Zyklopen vorbei. Wo wir ja diese ganzen... weiß jetzt gar nicht, was das für Kreaturen nochmal waren. Diese Frauenähnlichen. Ich dachte, wären Sirenen, aber waren es dann doch nicht. Und werden die mir mal besiegen. So, noch ein paar Gegenstände schnell aufgehoben. Und jetzt gibt es eine Revanche. Ich sag mal, ich spiele mal bis zum nächsten Brunnen. Jetzt heute auch nicht zu lange machen. Da sind diese... da ist wieder einer von diesen... eine Minade. Die mich letztes Mal ein bisschen verfolgt haben. Schneller waren als ich. Dafür werden wir später aber auch was entgegenzusetzen haben. Werden mich auf Fähigkeiten dann noch skillen, die uns zusätzliche Geschwindigkeit bringen. Ach, da hat sich auch einer versteckt. So viel Schaden machen die gar nicht. Bis auf die eine Magierin, die mit ihrem Blitz doch ziemlich mich genervt hat und sogar mich getötet hat. Zum zweiten Mal bin ich jetzt gestorben in diesem Spiel. Das ist doch nicht gut. Ja, wieder hoch. Ich zoome mal jetzt ran. Scheint irgendwelche... ja.
blauhäutigen Frauen mit Schwanz. Jetzt weiß ich, wonach Avatar kreiert wurde. Okay. Ackerland von Ambrosos. Ich denke mal, allzu lange wird es jetzt auch nicht sein, um bis zu wieder zur nächsten Stadt zu kommen. Hochlandzentauren. Ja, wo lang? Richtung Norden oder Richtung Westen? Oh, da hat jemand Wildschweine beschworen. War der Schamane, aber in dem Moment, als wir den Schamanen besiegt haben, sind auch die Wildschweine von dann gezogen, die Beschwörten. Wo wir jetzt von Wildschwein reden. Aber dort ist der nächste Brunnen. Sieht ja fast aus wie ganz am Anfang des Spiels. Ein Brunnen und eine Höhle. Na super. Aber wir sind zu einer Stadt gekommen. Na, das ist ja was. Wo sind wir? Ambrosos. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir unser Tagesziel erreicht. Ich aktiviere den Brunnen. Und nächstes Mal werden wir hier mit den Dorfbewohnern reden. Und auch wieder Handel treiben. Und schauen, wie es weitergeht. Dann bedanke ich mich vielherzlich fürs Zuschauen und euch noch einen schönen Tag.